Oh Gott, auf jeden Fall. Ja, wir irritieren, genau. Wir ignorieren jetzt auch einfach mal die Namen hier oben links. Und da ich ja schon zweimal bei dir gerollt habe, weiß ich ja, wie cool dein Account ist. Allerdings soll ich jetzt dank des Truhen-Events, das heute noch bis 23:59 Uhr läuft, denke die Schätze aufgenommen, soll ich jetzt rollen. Was brauchen wir denn noch, Nils? Ich habe ja letztens schon eine Gargoyle-Kopie bekommen, also will ich noch zwei weiter haben. Und Gargoyle. Schildkrieger-Kopien, sowas halt für Doppel-Evo brauche ich unbedingt. Gut, dann mache ich Und die ein Karte auf. Beastmeister, unbedingt ein Beastmeister. Ich würde sau gerne einen Beastmeister haben. Echt? Ich benutze den gar nicht. Aber ich mache momentan auch nichts auf meinem Account, deswegen. Ich brauch den für den World Boss, den neuen, den großen. Okay. Für DPS. Ja, ich benutze jetzt einfach mal erstmal die Heldenkarte und hoffe, dass ein Skullknight rauskommt. Ein Treantor ist immerhin besser als ein Druide. Ist besser, ja. Ist besser. Ja, damit kann man immer noch arbeiten. Doppel-Evo incoming. Oh nice, ich will den auch evolvieren. Kann ich? Ne, kann ich auf dem Deutschen sogar nicht. Ich habe den nur einmal. Und du hast wieder schön Plätze gemacht. Seht ihr Leute, das ist ein vorbildlicher. Was bist du eigentlich? Community, Dude, Kunde, Mensch, der will, dass ich rolle, Mensch, der sein Gott, Handy im welches Hintergrund Postkampf? anhat. Kannst du mal welches Postkampf? Nein. Also, ich roll jetzt, okay? Okay, ja, und eine Minute bis Bosskampf, ne, ist wichtig. Oh, achso, das war das gerade, okay. Live im Video nach dem Bosskampf. Wow, es kommt gerade zweimal Scharfschütze. Ich bin richtig begeistert, muss ich gerade sagen. Ich hoffe, man hört sich. Lol. Gargoyle. Nice. Nicht ernsthaft. Doch. Jawohl. Jawohl. Sisend ist jetzt übrigens auf offiziellem Video, hat sich gerade bei Skype angemeldet, da ich Skype im Hintergrund laufen habe. Sisend im Video. Wer ist das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe so viele Kontakte auf Skype inzwischen. Was ich gerade vorher sagen wollte, bevor ich Gargoyle gerollt habe, weil ich hoffe, man hört nicht mein Piepen in der Nase, weil ihr kennt das sicherlich alle, wenn man so einatmet und dann piept es so ein bisschen dabei, so es fiept so. Das habe ich regelmäßig, weil meine Nase ja mehrfach angebrochen ist. Boah. Das hört sich dann aber ganz witzig an. Hört man das? Ich glaube nicht, oder? Nee, nee, nee. Okay, und es kommt gerade nur noch Scheiße. Also ich meine, wir haben einen Gargoyle, aber es kommt gerade Ja. nichts mehr. Dann mach mal lieber schnell Boss. Echt? Okay. Ich setze einfach einmal, oder? Setz einfach rein und dann ist das. Ist es egal, Ich muss glaube. man da keine zu erstelle zuerst ein Team. Was für ein Team soll ich mitnehmen? Aries wahrscheinlich. Nein, nein, Nein? mach Okay. mal Gargoyle, SK, Phantomkönig. Ist dein Gargoyle, bin ich blind? Phantomkönig, Gott, oh Skyner. Gott, oh Gott, Warte. das ist eine dicke, fette Spinne, das ist eine dicke, fette Spinne, ach Ja, Scheiße. trotzdem weiter sagen, sonst ist der Bosskampf gleich vorbei. Ach Kacke, mach noch einen Champion rein, mach, was benutze ich denn noch da? Ja,140er dann Champion? such dir noch zwei aus. Dann nehme ich jetzt einfach noch Aries. Macht er was? Ich weiß es nicht. Passt schon. Tapi. Blatt. Nee, 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 nimm Blatt mit. Dann nehme ich jetzt Vlad mit und statt Aries, wenn du meinst, dass der nicht so geil ist, Captain Weißbart, weil er relativ schnell schlägt. So herausfordern und alle setzen. Ich nehme jetzt Ach, hast du einen Magnus. Kürbis mitgenommen? Ups. Ich hoffe, der Bosskampf läuft noch ein bisschen. Ja, Moment, wen nehmen wir raus? Champion 140 oder wen willst du rausnehmen? Den Red Drake. Der Jack, okay. Wo ist dein Kürbis? Da ist dein Kürbis. Gehen wir raus und 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde starten. Und er ist genau in dem Moment vorbei, wollte mich verarschen. Oha, ich habe schon auf Start gedrückt. Oh Gott, tut mir leid. Ich habe den Bosskampf versaut. Oh nein. Eigentlich dauert der nur 1,5 Minuten, aber ja. Ach Mann, oh, wie doof. Oha, also ich mache Mini mit, deswegen ist das immer so voll Ja, komisch. ich mache das eigentlich immer. Vorbildlich. Ja, ich brauche die Ruhmpunkte irgendwie. Auch wenn ich jetzt eine Succubus evolviert habe. Ja, ich habe halt über 500 Bücher, da war Heiko jetzt auch super Ich erfreut hatte drüber. die auf 120, in 2 Tagen später war die 180 auf Evo 1. Aha, okay. Aber du hast auch keine Bücher, die du verkaufen kannst. Gut, dann brauchst du die Ruhmpunkte echt. Also ich habe jetzt einen Gargoyle gerollt, wir sind jetzt bei 300 Gems. Ist die Frage, soll ich noch einen
Also noch zwei Einer-Rolls machen. Hast du Karten? Ich habe eine Karte. Eine Karte. Also darf ich noch zwei Einer-Rolls machen? Ja, ja. Und okay. Dann sind die Kisten dran. Ja. Und übrigens, da ist sonst... Ja. Ja, es ist nichts mehr gekommen. Nein, ganz kurz so an die Zuschauer, die sich jetzt schon wieder denken, boah, gestaltet es doch noch langweiliger. Wir sind beide gerade erst nach Hause gekommen. Der Tag war anstrengend. Erwartet keine Action. Ja, das, der Tag war anstrengend. Okay, du hast drei Versuche. Warum hast du nur drei? Warum nur drei? Frage ich mich gerade auch. Wie viele Games sind da noch übrig? 78. Wie beschissen. Das stimmt das. Dann musst du... Was kann man für 78? Kann ich irgendein Gebäude schnell abdingsen? Kannst meine Helden sterben lassen und wiederbeleben. Ein Held ist sogar, glaube ich, tot. Was ist das hier? 300 Gems, 600 bla. Ne, ist alles zu viel. Da muss ich die Helden tatsächlich einfach auch wie traurig. Wiederbeleben reicht jetzt? Wie viele Gems muss ich zum Schluss noch übrig haben? Wahrscheinlich 50. 50. Echt? Ja. Okay, ja. Dann muss ich einen Helden sterben lassen und wiederbeleben. Ja, immer noch drei Versuche. Dann, liebe Leute, seht ihr jetzt live, wie ich ein Schild zerstöre und Helden sterben lasse. Wir lassen mal den Schnitter sterben und den Hexenmeister, obwohl der gerade schon tot war. Dankeschön. 9 Ruhmpunkte verschwendet und wir geben erstmal nur für Schnitter was aus. Wir müssen ja nicht übertreiben, liebe Leute, also 10... 10 Gems sind halt schon eine Menge. Also ich hätte sonst auch ein Paket aufgeladen, ne? So ist nicht, aber... Nee, das muss echt nicht sein. Okay, es sind immer noch nur 3 Versuche, dann beleben wir den auch nochmal wieder. Isolde 123 ist jetzt auch drin im Video. Ich soll Skype vielleicht öfter mal offen lassen, damit so ein paar Leute, die sich gerade anmelden im Game sind, im Video. Was ist das denn? Immer noch 3 Versuche, okay, ich muss immer noch die anderen sterben lassen, sorry. Wie viele Gems hattest du am Anfang? Ich könnte jetzt in der Aufnahme schauen, aber ich weiß es nicht mehr. 8028. Ja, dann muss ich halt 28. Worüber reden wir dann jetzt gerade? Ist doch dann klar, dass ich 28 Gems übrig lassen muss. Könnt ihr jetzt bitte sterben? Ich habe die so doof gesetzt, ne? Intelligenz incoming. Ja, ich muss noch Gegenkrieg nachher machen, aber... Oh, heute ist Gegenkrieg, ne? Fuck. Gut, dass du mich dran erinnerst. Mann, bin ich zu blöd, um die zu setzen? Nein, antwortet mir nicht bitte, aber... Oh. Kann ich jetzt bitte ich einfach... Ich bin zu blöd für den Gegenkrieg. Ich habe heute einen verkackt. Das passiert mir regelmäßig, also... Ja. Ja, ich mach's ja eigentlich so in meiner Gilde. Ich greife immer die... Besten an mit der meisten Macht. Mhm. Und da ist mir so einer mit irgendwas mit 160.000 durch die Finger geglitten und ja. Haben wir es jetzt? 4 Versuche, hey, wer sagt's denn? Super. Ja. Haben Sie einen Wunsch für die Truhe? Ja, immer rechts. Rechts, gut. Nur rechts, durchgängig? Nur rechts. Okay, 800 Ruhmpunkte. 800 Ruhmpunkte. 150 Edelsteine. Die sind gut. Und 100 Orden. Kein ja. Arktika, kein Elektrika und kein Voltaniker. Kommt da überhaupt so. Elektriker raus? Ich weiß es nicht. Ich hab noch nicht mal einen Voltaniker. Was ist so? Nein, doch, es kommt Electric heraus. Du, ich kann mit dir fühlen. Ich spiele seit 2,5 oder über 2,5 Jahren und habe auch nichts davon. Aber ich bin free to play, das ist auch nochmal. Also, beziehungsweise ich habe kein Geld für das Spiel ausgegeben. Muss kannst man ja mal dazu sagen. Ja, kannst du gerne auf den Gamecode darauf gucken. Möchte ich das? Ach, easy. Der wievielte? Der wievielte Zerstörer wäre das? Der wievielte? Na, bei wievielten bist du angekommen oder hast du den Zerstörer noch nicht? Nee, kannst auf den Game-Counter gucken. Achso, da gibt's einen Game-Counter. Wow. Leonie mal wieder voll intelligent. Ich habe keine Ahnung davon, also wir lassen das jetzt einfach, bevor ich mich noch mehr blamiere. Gilde wahrscheinlich wieder vorstellen, oder? Kannst ja machen, aber es sind, glaube ich, 270? 75.000? Wovon reden wir jetzt gerade? Games. Achso, okay. Ja.
Ich habe da eh keinen Plan von. Auf jeden Fall weiß ich, dass es Menschen gibt, die eine Menge Geld für dieses Spiel ausgeben und mich dann rollen lassen, was ich auch nicht verstehe. Deswegen wollen wir uns gar nicht lange damit beschäftigen, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Liebe Leute, alter Friese ist immer noch. Da ist immer noch genug Platz frei. Ihr seht's, ihr könnt gern reinkommen. Und ja, wer jetzt wieder fragt, was ist Line, hatte ich mir einfach die Frage. Das ist sowas wie WhatsApp, nur anders. Wow. Ja. Naja, das ist halt ein Chat einfach nur, damit man in der Gilde kommunizieren kann. Und da benutzen die meisten halt eben den Line-Chat statt WhatsApp, weil, ja. Das ist unpersönlich, ja. Genau. Muss man nicht gleich die Telefonnummer rausrücken. Ja, das hat sich bei mir auch als super gut herausgestellt. Inzwischen hat die halbe Welt meine Telefonnummer. Habe ich so das Gefühl. Soll ich noch in einer Roll machen, oder? Nein. Nein, okay. Da kommt eh nichts raus. Jetzt kommt da so der Gargoyle raus. Das wäre so das Beste. Wenn da der Gargoyle rauskommen würde. Nein, ich habe die ja schon eingerollt. Das reicht. Ich weiß nicht, aber das hat sich für mich jetzt schon wieder gelohnt, weil es nur 20.000 Splitter sind. Okay. Ja, dann. Mega gut. Ja. Danke, Gargoyle. Ja, gerne. Dann sage ich jetzt mal Tschüss bis, bevor alle einschlafen. So, ich schlafe nämlich selbst gleich schon ein. Ich bin extrem fertig. Also, das sollte doch schnell gehen. Ja, genau. Habe ich am Anfang sogar gesagt, dass es ein bisschen schneller gehen müsste, weil noch drei andere Videos auf der Liste stehen. Ach Gottchen, das Leben ist schon anstrengend. Also, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir dieses Video aufzunehmen und dass ich bei dir rollen durfte. Ja. Das danke ich dir, dass du das gewollt hast. Ein bisschen mehr Enthusiasmus, sonst steht wieder in den Kommentaren, dass du langweilig bist. Stand das da? Na, da stand so, der freut dich ja gar nicht. Das finde ich jetzt aber nicht so toll.